Hallo und damit herzlich willkommen hier bei Rückenwind. Ich bin Christian. Heute machen wir wieder eine schöne Tour mit Kobi. Planmäßig sind es so knapp 100 Kilometer. Geht jetzt erstmal zur Burg Lora hoch und dann geht es weiter zum Kyffhäuser Denkmal, dann Richtung Artern und letztendlich lande ich in Roßleben. Gut, dann fahre ich erstmal los und ich denke mal, wir sehen uns spätestens oben bei der Burg wieder. Bis denne! Weiter geht's nach Sondershausen, dann zum Kyffhäuser hoch und dann freue ich mich schon auf Abendbrot. Bis später! Ja, wenn man schon mal in Sondershausen ist, kann man natürlich auch mal beim Schloss vorbeischauen. Liegt ja auch gut in der Zeit. Und ja, Barbarossa wird nicht weglaufen. Ich glaube, der schlummert da noch eine Weile. Thank you.
bin jetzt kurz vor Bad Frankenhausen, kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Da bin ich wieder. In Bad Frankenhausen gab es jetzt eine kleine Stärkung beim Asia-Imbiss. Und jetzt geht's erstmal steil zum Kyffhäuser-Denkmal hoch. Ich hoffe, dass die Straße relativ gut befahrbar ist. Sicherlich einiges an Verkehr da. Mal schauen. Ich melde mich oben wieder. Bis denn. Jetzt habe ich doch ein kleines Päuschen gemacht. Der Berg zieht sich ganz schön. Bevor ich hier meine Endorfer Straße verteile, lege ich mich lieber kurz hin. So sieht es aus. Bin jetzt erholt und denke mal, den Rest packen wir jetzt. Dann bis gleich. Geht's hier jetzt weiter und dann geht's auch bergauf. Ich hoffe mal nicht allzu weit. Hier sieht's doch schon wieder angenehm aus. Letzte Woche auf dem Weg nach Halle bin ich da hinten beim Berg gefahren, Sangerhausen, mit Blick auf den Kyffhäuser, und heute ist halt mal andersrum. Mal schauen, wo es mich das nächste Wochenende hin verschlägt. Ich glaube, ich habe mal so ein bisschen Lust wieder auf den Brocken. Da war ich jetzt seit Jahren erst einmal im Dezember mit einer Fahrradgruppe, die jedes Jahr am 24. den Brocken hochfahren. Da konnte ich jetzt das erste Mal dabei sein. Ja, Fitz. Das ist ein angenehmes Ambiente zwischen den ganzen erfahrenen Fahrern da hochzustrampeln. Gut. Bye.
Uhr. Ja, schade, dass beim Denkmal das Eintritt gekostet hat. Hätte ich mich natürlich eher informieren können. Egal. Hab mal Bilder gemacht. Nein, ich kann sagen, ich war mal rum. Ja, gut ab an die, die ja vielleicht öfters mal mit dem Rad hochfahren. Komplett das durchziehen. Ich selber war jetzt nicht so fit, aber ich habe ja auch schon ein paar Kilometer Vorlauf gehabt. Soll jetzt keine Ausrede sein, ist schon ein ordentlicher Berg. Gut, dann war es das für heute. Also tendenziell wird es dann wahrscheinlich der Brocken werden, dass ich mir da meinen Stempel hole und gegebenenfalls so ein paar in der Nähe mit liegen. Alles klar. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.